Das sind die AirPods Max. Ich habe sehr lange auf sie gewartet, ich habe mich sehr auf sie gefreut. Ich hatte hohe Erwartungen und wurde letzten Endes maßlos enttäuscht. Und nein, ich rege mich nicht darüber auf, dass diese Kopfhörer 600 Euro kosten. Ich rege mich darüber auf, dass diese Kopfhörer von Apple, die 600 Euro kosten, in meinem Fall mit einem Wort treffend zu beschreiben sind. Unzuverlässig. Doch fangen wir ganz zu Beginn an. Optik und Verarbeitung der AirPods Max gefallen mir persönlich sehr gut. Die Materialien sind sehr hochwertig und ich hatte bislang noch keine Kopfhörer in der Hand, die sich so Premium angefühlt haben. Auch der Klang konnte mich auf voller Linie überzeugen und vor allem in Hinsicht auf Transparenzmodus und Active Noise Cancelling sind das die besten Kopfhörer, die man aktuell kaufen kann. Soweit so schön. Das dann in Verbindung mit der perfekten Integration in das Apple-Ökosystem und ich könnte den Preisansatz von Apple wirklich nachvollziehen. Könnte, ja, könnte, wenn die Integration ins Apple-Ökosystem so funktionieren würde, wie Apple es verspricht und wie ich es erwartet habe. Zunächst das Positive. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich, sobald man sie aufsetzt. Kein Ein- oder Ausschalten, kein nerviges Koppeln, einfach aufsetzen und Musik hören. Das funktioniert so einfach dank dem Smart Case. Großer Nachteil ist hierbei jedoch, dass die Kopfhörer in dem Case kaum geschützt sind und es fast schon wehtut, seine so teuren Kopfhörer so in den Rucksack zu werfen. Auch das automatische Wechseln der Ausgangsquellen funktioniert in der Regel sehr zuverlässig. Wenn ihr zum Beispiel gerade am iPad ein Video schaut und dann eine Sprachnachricht auf eurem iPhone anhören wollt, gar kein Problem. Die Kopfhörer wechseln automatisch hin und her, je nachdem, ob gerade auf dem iPhone oder auf dem iPad etwas abgespielt wird. Doch genau hier gingen die Probleme dann los. Was zwischen iPad und iPhone problemlos funktioniert, macht am iMac Probleme. Hört man sich beim Verwenden mit dem iMac zum Beispiel zwischendurch eine Sprachnachricht auf dem iPhone an, dann wechseln die Kopfhörer zwar automatisch zum iPhone, nicht jedoch aber anschließend zurück zum iMac. Das ist nervig, aber okay, dann öffnet man eben kurz das Soundmenü, klickt auf die AirPods und schon sind sie wieder verbunden. Oder nee, sind sie nicht. In ungefähr 1 von 5 Fällen lassen sich die Kopfhörer dann nicht mehr mit dem iMac verbinden und man muss sie zurück ins Smart Case packen, einige Minuten warten und sie dann quasi neu koppeln. Und das ist etwas, was ich von 600 Euro Kopfhörern von Apple einfach nicht erwarte. Und okay, wenn das einzige wäre, nun gut, aber so ist es nicht. Ich hatte tatsächlich immer wieder Probleme mit Tonaussetzern, Verbindungsproblemen, Knistern oder Knacken oder gar Stottern bei der Wiedergabe. Nicht so, dass das jetzt permanent aufgetreten wäre, aber es gab es und es hat mich unheimlich genervt. Und obwohl das eigentlich schon genug wäre, um diese Kopfhörer ordentlich zu kritisieren, so kam es vor allem bei der Verwendung mit Final Cut, also Videoschnitt, dem, wofür ich mir diese Kopfhörer insbesondere gekauft habe, zu einem unheimlich merkwürdigen Problem. Spielt man etwas in einer Timeline ab und es ist etwas in dieser Timeline, was zum Beispiel übersteuert ist, wo der Ton also in der Aufnahme sehr, sehr laut war, dann regeln die Kopfhörer anschließend automatisch den Ton herunter. Das heißt, was danach kommt, wird leiser abgespielt. Und ich dachte mir tatsächlich am Anfang, okay, vielleicht hat mein Mikrofon dann einfach da leiser aufgenommen. Wenn man aber auf Pause drückt und dann danach die Wiedergabe wieder fortsetzt, dann ist die Wiedergabelautstärke wieder normal. Nun gut, vielleicht habe ich hier auch einfach ein Montagsgerät. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen einzigen Technik-YouTuber gefunden, der explizit über diese Probleme berichtet hat, aber bei mir traten sie auf und ich fand es unheimlich ärgerlich und es gibt aktuell ja nicht mal die Möglichkeit zu schauen, ob das nur bei mir der Fall ist, da man die Geräte ja nicht mal eben austauschen kann, weil sie überall restlos ausverkauft sind. Doch okay, genug aufgeregt. Ich mag noch ein paar positive Dinge loswerden. Ich bin großer Fan der Digital Crown. Sie funktioniert deutlich zuverlässiger und einfacher als eine Bedienung über Touchgesten. Einziger Nachteil ist hier, dass die Bedienelemente ausschließlich auf der rechten Seite sind und man die Kopfhörer so nur mit der rechten Hand steuern kann. Auch die Akkulaufzeit ist wirklich gut. Apple verspricht 20 Stunden mit Active Noise Cancelling. Ich habe zwar nicht nachgemessen, aber ich habe die Kopfhörer trotz intensiver Tests und vieler Videoprojekte bis jetzt nur 2-mal aufgeladen. Und ich muss auch sagen, dass ich grundsätzlich gerne und viel Musik mit diesen Kopfhörern gehört habe. Sie sind zwar recht schwer, das fällt jedoch aufgrund der guten Gewichtsverteilung und dem Kopfband kaum auf. Nach mehreren Stunden werden aber auch diese Kopfhörer auf dem Kopf irgendwann unangenehm und für Sport würde ich sie aufgrund des hohen Gewichtes und der fehlenden IP-Zertifizierung grundsätzlich auch nicht empfehlen. Fürs Joggen sind sie aber tatsächlich echt in Ordnung und so blieben meine Ohren beim Laufen trotz der Kälte schön warm. Außerdem finde ich es praktisch, dass die Ohrpolster magnetisch halten und so einfach getauscht werden können. Das in Verbindung mit der austauschbaren Batterie macht die Kopfhörer sicher für die Zukunft.
Alles in allem bereiten mir die AirPods Max auf jeden Fall gemischte Gefühle. Ich hatte sehr hohe Erwartungen aufgrund des hohen Preisansatzes von 600 Euro und vor allem die Tonaussetzer haben bei mir dazu geführt, dass ich von diesen Kopfhörern echt enttäuscht bin und sie persönlich auch aktuell so niemanden weiterempfehlen würde. Wie gesagt, ich kann nicht ausschließen, dass das nur explizit bei mir der Fall ist, aber bei mir war es auf jeden Fall der Fall. Ich meine, ich bin sehr gerne bereit, für Apple-Produkte mehr Geld auszugeben, wenn man am Ende das bekommt, was Apple einem verspricht. Und das sind insbesondere eine einfache Bedienung und eine hohe Zuverlässigkeit. Und nun ja, was soll ich sagen? Ja, diese Kopfhörer lassen sich einfach bedienen und auch Klang, Active Noise Cancelling und Transparenzmodus sind wirklich super, aber eins waren sie in meinem Fall auf jeden Fall nicht und das ist zuverlässig. Das soll es von mir gewesen sein. Ich bin auf jeden Fall enttäuscht und vielleicht schicke ich sie sogar zurück oder lasse sie austauschen. Macht's auf jeden Fall gut, bleibt gesund und wir sehen uns dann wieder im nächsten Jahr. Es wird keinen Jahresrückblick von mir geben. Den gibt es dann entweder bei 10.000 Abonnenten oder halt nach einem Jahr, seitdem ich auf YouTube aktiv bin, je nachdem, was eher eintritt. Freut euch auf jeden Fall drauf und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video.